Moin Moin, herzlich willkommen Leute, neue Runde. LS22 läuft jetzt schon Arsch. So gerade in diesem Moment zwischen Folgen für nochmal ein Timesaving, war das der zeitsparende Bestandsprüfungsmod eigentlich, Tom, der sich geupdatet hat? Heißt der Timesaving? Ich weiß es nämlich nicht genau. Es gibt ja einige Updates, ich habe auch einen neuen Mod mit reingenommen, liebe Leute. Und dieses Mega-Roll-Ding, ne, mit 24 Meter Arbeitsbreite, was wir eigentlich am Anfang schon mal hatten und dann wieder verkauft haben. Weil es das noch nicht in der praktischen konfigurierbaren Form gibt. Und mittlerweile kann man den ja konfigurieren. Ich weiß noch gar nicht, in welcher Grundkategorie das Ding drin ist. Kommt demnächst irgendwann auf die Modlist mit rauf. Gibt es zum Beispiel bei, was weiß ich, mit einem Mods oder so zum Runterladen. Muss ja nicht bei Walzen sein, oder? Lizard Mega Roll 2430 Multiroller. Der müsste das sein. Der braucht 150 PS. Schönes Gerät. Kann man umrüsten auf Feldwalze. Auf eine Graswalze oder auf die Mulcherwalze. Ich erinnere mich noch an Aussagen damals, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen, scheinbar kann man es doch machen. Gut aus und ist perfekt. Würde ich, also sobald wir es brauchen, nach der Ernte vielleicht kaufen. Noch Bauern, ne? Die Frau sollte nicht vorher kaufen. Dann wird langsam Bunker oder Dämmert schon, ne? 18:10 Uhr. Ja. Haben wir eigentlich Köln-Fan am Start, Jürgen? Ja, doch, danke fürs Geburtstagsgeschenk. Das war natürlich hervorragend. So, Kalk, Saatgut, Streusalz, Mineralfutter ist das, ne? Shop-Angebote? Weiß ich nicht. Das ist der zeitsparende Bestand. Ja, okay, dann nutze ich den ja doch. Ich dachte, er hat das irgendwie mit diesem Zeitstopp-Mod verwechselt. Schnäppchen. Die Spritze brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und noch so einen dritten davon. Davon haben wir halt schon zwei, ne? Häcksler wäre interessant. Oh, sogar mit Gebiss. Aber wir haben einen Häcksler. Walten ist auch noch nicht drin. Dafür sind wir. Nee. Nein. Er hat Angebote, ja. Aber keine, wo ich sage, oh, möchte ich haben. Was steht hier denn eigentlich noch rum? Ist das ein Spritzmittel? Nee, das ist Flüssigdünger. Den hätten wir eigentlich auch mitnehmen können zum Verkauf. Aber das reicht. Schon toll genug. Echt. Ups. Steuerung P. Kann man den an- und ausschalten. Production Info Mod. Wie gesagt, super praktisch, um die Produktion ein bisschen im Auge zu behalten. Na klar, wenn man mit einer Handvoll Produktion spielt, braucht man es nicht. Aber auf dem Marsch mit der Menge an Produktion im Laufe der Zeit. Ist das eine sehr, sehr gute Hilfe. Muss man nicht immer wild hin und her klicken in den ganzen Produktionen zu gucken, oh, wo muss ich jetzt dringend mal wieder hin? Oder man hat eine sehr, sehr gute Übersicht da oben einfach. Und bei dem ersten Sägewerk Hackschnitzel brauchen wir uns keine Sorgen machen, das produziert das Sägewerk selbst. Raffinerie Rohöl haben wir halt nicht mehr, müssen wir ein bisschen warten. Saatgutherstellung Saatgut 2, ich war noch am überlegen, dass wir Saatgut jetzt erstmal auflaufen lassen. Das, was noch da ist, wird eben verarbeitet und dann ist vielleicht erstmal genug. Sägewerk Holz. Ich bin schon am Überlegen und ich habe schon Ideen und was auch immer, wollte ich sowieso schon lange gemacht haben. Aber dann ist hier wieder was anderes am Morden und da wieder was und dann habe ich da mehr Lust zu morden. Und man muss ja eh das machen, worauf man Bock hat. Ne? Weil ansonsten verliert man die Lust am Modding und das wäre ein bisschen blöd. Von daher muss man immer das machen, worauf man selber gerade Bock drauf hat, auch wenn man andere Sachen auch gut machen könnte.
Weitere, die eigentlich noch gucken, ob dem Holzfäller noch den einen oder anderen lohnenden Booster aufs Auge zu drücken. Ein paar Sachen machen da ja auf jeden Fall noch Sinn und wird es mit Sicherheit bei der Zeit auch noch geben. So, Brauerei Weizenmalz, können wir nichts mehr liefern. Laborkarton könnten wir halt noch machen. Aber ansonsten hat der eigentlich erstmal kurz seine Pause. Dann lass uns jetzt mal Kompost verkaufen. Na klar, große Lagen Silage wird auch einen guten Schwung Geld bringen. Der Schlauchwickler, ja, den Keller. Stimmt. Warte. Muss los. Ah, Leute, hier, für die, die hier ne, auch irgendwie Spam-E-Mails kriegen. Also, wir kriegen es auf der Arbeit natürlich auch regelmäßig. Also, fast jeder bei uns im Unternehmen kriegt in den letzten Tagen oder heute eine E-Mail, die in erster Linie so aussieht, als wenn sie von unserem Chef kommt. Im Betreff oder in der Absenderzeile sozusagen steht sein richtiger Name. Eine E-Mail-Adresse, wenn man ein Stück weiter guckt, steht aber nicht xy@soundso.de, sondern soundso@.de. Mit noch ein E mehr dran. Die E-Mail an selbst tatsächlich in relativ gutem Deutsch verfasst, was er hätte auch ähnlich schreiben können. Unten war dann noch ein kleiner technischer Fehler drin, da stand Geschäftsführer und in dem Sinne er ist eher Vorstand. Von daher konnte man schon ein bisschen erkennen, okay, das scheint Spam zu sein. Da war von wegen hier alle, ich bin gerade in der Sitzung. Kann gerade nicht, muss aber dringend was organisieren, bitte melde dich mal so ungefähr. Und natürlich sind das Spam-Mails und ohne Link. Diesmal war da kein Link, von wegen klicke hier, lade den Virus hier runter, so nach dem Motto. Und das war es eigentlich, ne? Also das, ne? Bitte melde dich hier oder ne, bitte schreib mir zurück, ich bin im Meeting und so weiter und so fort. So, und wir dachten, ja, komm, auch Scherz, wir schreiben einfach mal zurück. Wenn du zurückschreiben, da kann ja nichts für. Die E-Mail-Adressen sind eh vorhanden, also wer jetzt antwortet oder nicht, ist so egal. Also einmal geantwortet, ja, wir haben Zeit. Und dann kommt danach zurück. Ich brauche dringend 4 Amazon-Gutscheine, a 100 Euro. Bitte organisiere die einmal bei dir oder in der Nähe im Supermarkt. Ruppel die Codes frei und schick mir die Codes einmal schnell per Mail. Otz. Also wer das macht. Und Leute, nee. Ne, auch wie gesagt, auch wenn es ähnlich aussah, als wenn das von unserem Chef gekommen wäre. Also so viel sollte man doch überlegen. Also ich weiß nicht, welcher Chef von euch schreiben würde. Hier, ne? Ich brauche schnell 4 Amazon-Gutscheine im Wert von je 100 Euro. Schick mir mal schnell, lauf mal schnell zum örtlichen Handel. Kauf dir diese Gutscheine für 400 Euro. Rubbel die Barcode, also die hier, die diese Codes, die Zahlenfolge frei und mail mir die Zahlen möglichst schnell zu. Ja, da dachte ich auch, okay, wir müssen los, wir müssen einkaufen gehen. Ja, also, das hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ne? Also, so plump und so dreist, aber muss ich vorstellen, da schicken die an, sagen wir eine Zahl, 100.000 Menschen. Und wenn nur 0,1% tatsächlich darauf reinfällt, weil sie dann denken, oh ja, das ist mein Chef, der will Amazon-Gutscheine im Wert von 400 Euro sofort von mir haben, also laufe ich natürlich los und kaufe sofort Amazon-Gutscheine im Wert von 400 Euro, dann hat er schon eine Menge Geld verdient. Ja, ich weiß, braucht man nicht mehr rubbeln, man kriegt das auf so einem hier, so auf so einem Zettel, ne? Auf so einem hier, was weiß ich, wer ist denn das? Auf dem hier Kassenzettel. Also Leute, Mann, mal ein Passwort auf, ne, dass man da nicht auf so einen Quatschlag reinfällt. Aber ich dachte auch, eigentlich sollten wir ihn jetzt zurückschicken. Man kann ja im Internet sich leicht irgendeinen Link raussuchen, der auf den Virus führt. Nach dem Motto hier, ne, unter dem folgenden Link kannst du die Barcodes abrufen. Also ne, kannst du die Zahlenkombination der Gutscheine abrufen. Das wäre eigentlich richtig lustig gewesen. Und theoretisch, na klar, also was will man machen? Man könnte natürlich versuchen, jetzt die Polizei einzuschalten, die sich dann darum kümmert und sagt, so, ich schicke ihm jetzt einen Barcode zu, habe mich vorher mit Amazon in Verbindung gesetzt, also eine Nummer, und Amazon, sobald diese Nummernkombination irgendwo in irgendeinem Amazon-Konto eingegeben wird, weiß man natürlich, wer dahinter steckt oder so grob, wo das ist. Aber das wird über unterschiedliche Server weiter verschleiert werden. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass einer zu Hause jetzt sitzt und sich dann einen neuen Fernseher oder irgendwas von bestellt.
So, ne, so dumm sind die Menschen ja normalerweise, also die sowas, solchen Betrug veranstalten ja auch nicht, ne. Aber die Leute, man sieht, werden wie immer, ne, reist. Geschenkgutscheine müssen freigerubbelt werden. Ja, diese Amazon-Karten. Weiß nicht, also ich glaube, die gibt es ja so oder so. Ich kann auch sagen, dass es die auf Barcode. Ich weiß es nicht genau. Aber die Masche, die war mir neu, dass man loslaufen soll, Amazon-Gutscheine einkaufen. Aber ich hörte auch von Arbeitskollegen, das hatten die letzte im Radio wohl, hat er gehört, da hat auch eine ältere Dame, was weiß ich, einen Haufen Schmuck vor die Tür gestellt, weil sie ja dachte, dass die richtige Polizei kommt, um das abzuholen, in Sicherheit zu bringen. Weil auch das sind ja Maschen teilweise, dass alte Leute angerufen werden und gesagt, hier, ne, zur Sicherheit und so, da will wahrscheinlich jemand einbrechen und zur Sicherheit solltest du jetzt schnell deinen ganzen Goldschmuck und alles in eine Schale und vor die Tür stellen und wir holen das gleich ab. Das ist echt traurig, ne? Wenn man also. Ja. Also es fällt einem nichts zu ein. Ja, klar, also das ist bei uns auch schon passiert, so ungefähr, ne? Wenn tatsächlich ein Mitarbeiter da draufklickt, auch manchmal sieht es ja auch aus, als wäre es von der Sparkasse, ist aber gar nicht Sparkasse. Man im Eifer des Gefechts sind, ne? Also wie gesagt, die E-Mail heute war auch relativ gut. Diese kleinen Fehler, die Rechtschreibung war alles richtig, nur er war einmal von der falschen Position, er ist bei uns dann nicht, er ist nicht Geschäftsführer sozusagen, sondern ist, bei uns heißt es Vorstand. Und eben die Absenderadresse sah auch so aus. Nur dass es DEE war, also ne, .DEE und nicht .DE, ansonsten war alles exakt. Also das zeugt schon davon, dass die relativ gute Qualität an den Tag gelegt haben. Und ja, da sie auch nicht reingeschrieben haben, also von wegen dieses Plumpe, klickt mal auf den Link, sondern, ne, antworte mal, komm, ne, mal gucken, was passiert, ja, dann, ja, ne, kauft doch mal Amazon-Gutschein. Kevin, vielen herzlichen Dank natürlich für den dritten Monat. Danke für den Support auch an Morpha. Vielen Dank für den 34. Danke, danke. Die verkaufen das auch nochmal weiter. Ja, aber weiß ich nicht wie, ne, dieser Barcode, diese Nummer ist ja irgendwie gelockt. Aber keine Ahnung, wie die das dann verschleiern. Weil wenn ich jetzt hier, ich gebe dir einen Code 1234567, du löst den ein, 1234567, kriegst diese 100 Euro gutgeschrieben. Weiß ja Amazon, wer 1234567 eingelöst hat, auf welchem Konto. Und was dann damit passiert ist, aber man kann halt mit Amazon überall alles Mögliche, ne? Das kann so weit verschleiert werden, dass ich da nicht glauben würde, dass unsere, wie heißen sie, Polizeibeamten, da in der Lage wären, das nachzuvollziehen. Wenn ja, dann sitzen die eh irgendwo im Ausland. Und wenn man, ne, Leute aus dem Ausland verhaften will, dann muss man ja auch immer gleich aufpassen, dass nicht irgendwelche komischen anderen Geschichten passieren. Naja, egal. Machen wir jetzt Bescheid. So. Ja, das war's an Kompost. Mehr haben wir nicht. Oben ist sonst nichts zu regeln mit Schildgrüße, außer diese Saatgut. Aber Saatgut hatte ich schon gesagt, schalten wir wahrscheinlich ab. Das hier wäre natürlich dann schon fast die erste Kombination zum Abbauen später. Wobei ich auch wieder Lust habe, so ein bisschen selber natürlich so Fahrer zu spielen beim Dreschen. Wir müssen irgendwo einen Drescher, einen Abfahrer haben nachher in der Gerste, aber wir werden auch auf dem Feld selber arbeiten. Dann nicht alles pauschal von wegen, ne, automatisiert machen, sondern ich möchte auch ein bisschen mit in der Ernte hängen. Haben wir schöne Zeit, die Erntezeit, also will man ja ein bisschen mitmachen. Internationale Konferenzen per Mail, ja. Ja, das ist Wahnsinn, ne, wie viele Spam-Mails überall rumgehen. Verrückt. Das ist auch dieses Betrügerei, ist ja auch so eine Art Volkssport scheinbar. Ja. 40.000. Ja, Dinkel wird halt hier noch verarbeitet. Schon. Weiß auch nicht. Na ja, gut, ein paar Paletten werde ich am nächsten Tag noch transportieren wollen. Aber wir müssen ja schon noch Geld verdienen, dass wir im Juni kauft die da eine Silage bei. Dass wir
Elendium, danke für 33 Monate. Danke, danke. Gucken wir mal kurz Biogasanlage. Wie viel Silage da noch war. 1,1 Millionen. Wir haben das Hofsilo. Und wir haben ja auch im Fermenter einiges an Nachschub. Oh, fast voll. Dann können wir es auch in Schüttgut verkaufen. Dann muss ich gleich die Ballen verkaufen. Dann hätten wir den eigentlich gleich hier so lassen können. Und wir lassen den paar Ladungen Schüttgut verkaufen einfach. Das läppert schon zusammen, was wir da haben. Da können wir fast zwei LKWs schicken. Dann können wir ein bisschen vorankommen. Müssen aber erstmal abchecken, wo wir einen guten Preis kriegen. Fermenter leeren, auf jeden Fall mit Silage. Und guter Preis. Guten Preis für Silage haben wir. Hier Bedarfshandel. Wird eigentlich mal eingerichtet? Nee, ne? Müssen wir selber ein paar Ladungen verkaufen. Oder dann gleich schauen, wo wir da sind. Dass wir mal einen Kurs aufnehmen. Ich fahre am besten unten rum. Und von da ist ja besser ranzufahren mit Autodreif. Dann gucken wir mal kurz. Also Viehhandel, ja, haben wir. Aber von hier müssen wir jetzt noch ein bisschen weiterfahren Richtung Verkaufsstelle. Da wieder der falsche Knopf. Kann knapp werden mit einigen Fahrzeugen. Ich wollte das halt so, dass wir wirklich hier rumkommen. Neues Ziel. Verkauf Tierhandel. Und die müssen jetzt eigentlich gleich in den richtigen Ordner rein verschieben, in den Verkaufsordner, ne? Dann wollen wir das noch zusammen connecten. Ich würde sagen, sogar eigentlich gerne in beide Richtungen kann man von hier ganz gut connecten. Wir stoppen mal die Aufnahme. Ich mache einmal von hier nach hier ganz einfach so eine Kurve rein. Und einmal von dem hier rüber. Das ist jetzt eine andere Grün, das ist total egal. Den, ne? So. Inventar leeren und verkaufen bei der neuen Tierhandelgeschichte hier. Mit Silage haben wir schon. Ich glaube, müsste gehen, ne? Wenn er denn den Punkt richtig findet. Oh, ja gut, da stand ich zu nah dran, dann fährt er jetzt einen kleinen Umweg. Schade. Naja, ist dann so. Gibt Schlimmeres.
Dann schon mal gucken hier. Bit, Trasher. Das wird natürlich ein Abfahrer. Die Getreideernte. Habe ich vorher noch irgendwas sagen. Ja, wahrscheinlich werden wir so oder so dann nochmal wieder hier ein bisschen Mist verteilen und da noch ein bisschen was verteilen müssen. Und gleich können wir jetzt erstmal in die Spulzeit, also ne, gute Nacht. Dann werden wir noch ein paar kleine Palettenverkaufsgeschichten machen. Ein paar kleine Auffüllgeschichten, aber halt nicht viel. Und dann wollen wir auch durch den zweiten Part im Mai ziemlich schnell durchkommen. So dass wir am Sonntag im Livestream auf jeden Fall auf Ernte freuen können. Ofen verbinden, also eigentlich den Punkt anklicken, über den anderen nur die Maus halten und dann kann man mit dem Mausrad drehen, um die Neigung der Kurve, also diesen Radius oder den Winkel, wie auch immer, klar, anzusteigen. Das ist auch einmal dunkel geworden. So, hier ein bisschen Mist. Sonst wahrscheinlich eh wieder in Bedarf kommen. Ja, Gerste, Erde, weiß nicht, zwei Drescher. Wie viel war denn noch ein Restschuld? Das war nicht mehr so viel, ne? Der eine, den haben wir eh damals gekauft im Schnäppchenmarkt. Und den wollte ich eigentlich auslösen hier. Also wir können den ja kaufen. Wir haben den ja übers Leasing. Wir haben den, ne, geleased, den Mähdrescher vor Jahren. Haben den, da steht es ja, vor 22 Monaten haben wir den geleast. Haben also schon 22 Monate Raten bezahlt für den Mähdrescher. Wenn wir den jetzt kaufen wollen, kostet das 123.000. Nicht mehr viel. Also ich sehe schon, dass wir uns auf jeden Fall noch einen dritten schönen großen Mähdrescher gönnen. Weiß noch nicht genau was. Ob noch so ein John Deere, einfach das neue Modell. Oder ein Class Lexion. Natürlich auch eins von den großen Modellen. Wahrscheinlich eher ein Glas, ne? Weil der noch so ein bisschen fehlt bei uns im Fuhrpark. Ein Fendt. Fendt ideal wäre natürlich auch nicht schlecht. So, was würdet ihr nehmen? Schreibt mal gerne, ne? Schreibt mal gerne rein. So, kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.